Ich habe ihn doch gerettet. Wahrscheinlich wird er irgendwo eine fette Rede schwingen und wir müssen dann sagen, ja, ja, Digga, du hast es getan. Irgendwie so wird's laufen. Und ich soll immer noch den Imp-Alchemisten suchen. Das ist so eine klassische Hauptquest, die einfach bis zum Schluss rausgezögert wird. Weil man sich davor um alles andere ist erstmal wichtiger. Jede Nebenquest. Im Prinzip hat für den Rollenspieler jede Nebenquest Prio, also eine höhere Prio, als jede Hauptquest. Ist immer so. Ich glaube auch, dass sich hier noch einiges versteckt, einiges Interessantes. Okay. Dann halt nicht. Am meisten regt mich an den Tibers auf, dass sie offensichtlich mit jeder anderen Kreatur klarkommen, außer mit uns. Spinnen ignorieren sie, Imps ignorieren sie, Riesenfrösche ignorieren sie, Mutanten ignorieren sie, so. Wie sind die einzigen Lebewesen, die Tibers angreifen? Und die uns angreifen. Das ist deutlich größer, oder? Das ist schon wirklich ein ganzes Eck. Oh, 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 da oben kommt eine schwarze Spinne. Jo, das wird wieder ein bisschen giftiger. Go, 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 go. Geh mal auf die schwarze Spinne. Es ist zwar eine unübliche Taktik, aber da wir sowieso andere Spinnen abschießen, ist das gar nicht so blöd. Und er und die schwarze Spinne buddelt sich ja gleich wieder ein. Deswegen ist die Taktik hier tatsächlich ziemlich angebracht. Weil wir schießen die ganze Zeit die andere Spinne ab. Na? Na? Im Spinnwald geht einiges, Freunde, an EP. Im. Hilfe! Es tut so weh, bitte irgendjemand! Niemand, Hilfe! Ist denn niemand, der mich hier rausholen kann? Holdemite, halten Sie ein! Wir sind direkt auf dem Weg. Wir werden diese achtbeinigen Kreaturen noch schnell filetieren und dann geht's ab. Oh. Spinne. Diese zweibeinigen Wesen sind wirklich genauso dumm, wie man es von ihnen erwartet. Wie leicht sie auf meine Illusion hereingefallen sind. Und mit welcher Blindheit sie in meine Falle getappt sind. Du wirst dich wundern, Kollege. Du hast hier nicht mit zweibeinigen Idioten zu tun. Wir werden dir schön deine Borsten von deinen Beinen runterbrennen. Mhm. 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 Oh, das kann man da nicht einsetzen? Hä, hey, was war denn das für ein Bot? Was war denn das für eine Falle? Alter. Oh,
Und jetzt hat er nicht mal abschließend was zu sagen, oder wie? Naja, immerhin hat er uns ein geiles Schwert hinterlassen. Ein bisschen was zu essen wäre, glaube ich, mal wieder ganz geil. Ich glaube auch, dass dieser Dolch, also spätestens... Spätestens, wenn wir das Imp-Dorf verlassen, scheißen wir da drauf, oder? Auf den Dolch. Warte, ich geb den mal... Oh, schau mal, das Imp, ne? Das Imp, ein Gebäude. Hier bleiben, hier bleiben. Ist das keine Höhle, oder ne? Das Schwert könnte tatsächlich ein ziemliches Brett sein. Das Schwert könnte es in sich haben. Schaut mal, hier ist irgendwie ein... Irgendwas ist hier. Eine Ruine oder sowas. Oh Gott. Ein Folteraltar? Spinnenpriester. Arakeia, unsere Göttin, nimm dieses bescheidene Opfer deiner ewigen Diener an. Nimm das Blut dieses unwürdigen Imps als Zeichen unserer Hingabe. Lass dir zeigen, Göttin, wie deine Spinnendiener wieder eine stolze und reine Rasse geworden sind. Mit mir als dein Priester und Diener, der sie anführt. Bitte nimm diese Gabe an, Aragog. Was ist das? Wer stört unsere Zeremonie? Tötet sie, Brüder. Tötet diese Feinde unserer Rasse und opfert sie im Namen unserer Göttin. Der ist schon tot, oder? Ja. Diener des Spinnenpriesters. Vorsicht, da kommen noch mehr. Vielleicht töten wir einen? Nein? War nur so ein Gedanke. Das Gute ist, die fokussen anscheinend... Scheiße. Jetzt wird's, glaube ich, langsam ein bisschen kritisch. Okay, eine ist tot. Habe ich gerade irgendwie aus diesem Knackbeingeräusch entnommen. Okay, eine schwarze Spinne ist erstmal weg. Eine, glaube ich, hat sich nochmal vergraben. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir uns hier gerade wieder irgendwas vorwegnehmen, wisst ihr? Ist so ein bisschen meine Angst. Dass das irgendwie wieder ein Auftrag der Imps wäre. Wobei, wir haben das Imp-Dorf ja durch. Ich weiß bloß nicht, was der Alchemist am Ende von uns will. Oh, moin. Dich habe ich ganz vergessen. Du hast ja immer deinen Todesskorpion ausgerüstet, oder? Ja. Nehme ich dankend an. Bei der Menge an Riesenspinnen, mit der wir zu tun haben. Also auch wenn ich panische Angst vor Spinnen habe, ist es natürlich eine große Genugtuung, den stinkenden Achtbeinern hier massiv die Fresse zu polieren. Diese Statuen, die tauchen auch echt öfter auf. Na, nee, um den Kerl war es. Um den Kerl war es leider Gottes geschehen. Göttin Arakeia.
Anstatt, da hätte man ein schönes Easter Egg einbauen können. Man hätte ihn Aragog oder Kankra nennen können. Arakeia ist so, also wenn ich mir eine Spinnengöttin ausdenke, ist Arakeia mit Abstand der unkreativste Name, den man sich hätte ausdenken können. Einfach weil es so obvious ist, das zu nehmen, oder? Übrigens haben wir bald unsere Mana-Tränke aufgebraucht. Fällt mir gerade auf. Shadow-Bereich ist doch schon mal sicherer geworden. Trotzdem, das ist alles noch sehr nah am Imp-Gebiet dran. Das ist alles noch sehr, sehr gefährlich. Und das soll es natürlich nicht sein. Die Imps sollen hier schließlich einen sicheren Spinnenwald vorfinden. Nehmen sie gemütlich, keine Ahnung, Spinnenpilze oder was es auch immer da gibt, pflücken können. So ist perfekt, so ist wieder perfekt. Die ganze Meute ist auf uns, wir schießen. Er bearbeitet ihn genüsslich. 112. Okay. Bisschen mehr Konzentration, Jungs. Schön. Ah ja, man kann ihn offensichtlich doch angreifen, die großen Spinnen. Ah ne, jetzt ist sie wieder da. Bisschen weird. Bisschen weird ist es schon. Hört ihr das? Meine Freundin wird ausrasten. Die hasst diese Herzschlaggeräusche. Das gefällt ihr gar nicht. Was war da oben? Das sind alles T-Bars. Eine T-Bar, Freunde. Gibt's alles. Grüner Tee, schwarzer Tee. Nein. Aber es könnte eine, ich finde, es könnte eine Bar sein, wo es einen Tee gibt. Die T-Bar. Finde ich schon. Auch wenn der Joke jetzt gerade nicht gerade so gesessen hat, wie ich wollte. Schaut mal da unten. Alchemistische Pflanzen. Schön. Findet man auch kaum. Außer random in irgendwelchen Kisten, wo sie seit Jahrhunderten lagern. Weiter geht's, Freunde. Schau mal, wie uns da echt immer wieder Monster entfliehen. Aber es ist halt auch ein großer, unübersichtlicher Wald. Und die Geräusche locken sie dann an, da muss man halt immer wieder mal gucken. Dass man da keinen vergisst. Nicht, dass wir den Imps dann sagen, hey Freunde, sicher, dann gehen sie rein und dann kommt die Spinnenarmee. Und reißt sie in Stücke in einem grausamen Prozedere. Schwierig. Da jetzt alles im Blick zu behalten, schaut mal, das ist wieder eine schwarze Spinne. Boah, Junge, du rennst aber auch wirklich blind manchmal rein. Hier funktioniert es super. Und wir treffen auch echt gut. Spinne ist weg, oder? Ich sehe bloß ihren Leichnam gerade nicht. Das macht mich ein bisschen stutzig. Sollte aber passen. Schön. Schön. Kurzer Voice Crack. Stopp.
Schön, 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 Freunde. Also, wir hatten schon zwei coole Ereignisse. Dennoch ist der Wald so riesig, dass ich mir irgendwie noch ein bisschen was erwarte davon. Ich erwarte mir noch ein bisschen mehr. Komm, entweder du kommst und lässt es bleiben, Junge. Du auch? Ich glaube, wir haben das Ende des Spinnenwaldes tatsächlich erreicht. Hier sind nochmal alchemistische Pflanzen, die nehme ich natürlich mit. Ja. Okay. Schau ihn an. Das obere Eck haben wir komplett durch, aber... Nee, ist schon in Ordnung. Es muss auch in dem Spiel nicht alles mit einer Nebenquest zusammenhängen. Es ist... Ich bin da, glaube ich, zu voreingenommen. Weil ich denke mir jetzt gerade, warum laufe ich da hoch nur für so eine schäbige Falle? Aber es ist doch auch in Ordnung, dass man manchmal einfach nur erkundet. Und ich muss das Spiel jetzt auch nicht unnötig schlecht reden. Was ist hier? Impatrouille. Ein Mensch? Hier! Schnell! Schnappt sie! Imps. Nicht schon wieder diese verdammten Imps. Wir wollen keinen Ärger. Mensch, will uns in das Licht führen? Brüder, warum greift ihr sie nicht an? Sie sind nur zwei, wir mehr. Aber sie sind größer. Fühl mich heute nicht besonders wohl. Vielleicht können sie uns einen Gefallen tun. Für Frieden? Sind wir mal wieder so weit? Ihr habt recht, Brüder. Bist du in friedlicher Absicht hier, Mensch? Ein Imp ist in Bau von Königin. Königin? Eine richtige Königin? Welch seltsamer Ort für eine Königin. Nein, dummer Mensch. Eine Spinnenkönigin. Spinnenkönigin hat Imp erwischt. Spinnenkönigin böse, wir haben ihre Eier geklaut. Ihr befreit unseren Bruder? Dann sprechen wir über Frieden. Leichte Aufgabe für so großes Wesen wie dich. Okay. Dann geh in Bau von Spinne und befreie unseren Bruder. Bruder ist wahrscheinlich vergiftet. Nimm Imp-Gegenmittel gegen Gift von Spinnenkönigin. Wirkt nur bei Imps, also denk nicht dran, es selbst zu benutzen. Können wir deine Stiefel haben, falls du nicht zurückkommst? Spinnen mögen sie nicht. Ich traf eine Imp-Patrouille, für die ich einen verschwundenen Imp im Spinnenwald suchen soll. Geil. Ja, so eine kleine Nebenquest zwischendurch ist doch schön. Oh, das dürfte die Armbrust sein, oder? Wenn das direkt beim Schuss knallt. Sitzt, passt und hat Platz, Freunde. Okay. Also, es gibt eine Spinnenkönigin. Gut, dass wir dem es nicht töten mussten. Es hätte nur dazu geführt, dass es sich ganz schnell rumspricht im Dorf und schon ist die Kacke am Dampfen. So. Wir sind hier schon bei den... Jetzt sind wir beim Eingang zum Spinnenwald angekommen. Ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Weil dann scheint es im Dorf jetzt wirklich langsam relativ sicher zu sein. Vor den Spinnen. Und das war ja auch unser Ziel. Den Pilzwald haben wir safe gemacht. Jetzt kommt der Spinnenwald. Der Elementarwald kommt danach. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das der Weg zur Spinnenkönigin ist, oder? Sprich mit dem Anführer. Sprich mit dem Anführer. Hallo. Freunde. Hallo. Okay.
Okay. Warum brauchst du so lang? Spinnenkönigin ist doch nicht so groß. Ja, dann geh doch selber, Arsch. Du spinnst. Oh. Fliegendes Auge. Ja, wir nennen sie in der Menschenwelt Fledermäuse. Steig mal kurz um auf die Erddinger. Ich glaube nicht, dass die mehr bringen, aber ich will sie einfach loswerden. Stark sind die Biester nicht. Aber was soll das für ein Loch sein?